Durante la Segunda Guerra Mundial y principalmente antes de su finalización, la Alemania nacionalsocialista comenzó a experimentar y probar especies de armas alternativas denominadas Wunderwaffe, armas maravillosas. Todas estaban proyectadas para ser usadas por el ejército alemán para cambiar supuestamente el curso de la guerra y darles la victoria final a Alemania. Esto nunca pasó, y la mayor parte de los científicos especializados en las Wunderwaffe fueron a parar a USA y a la URSS a través de las en su momento secretas Operación Paperclip y Sovietin, respectivamente, de las que también hemos hablado anteriormente en este canal. La que involucra artefactos voladores fue la más hermética y casi nada fue divulgada. Hoy sabemos un poco más de ello, que al igual que las operaciones anteriores, también hemos dado cuenta en este canal. Hace algunos años, la televisión alemana se ocuparía de ellas en un programa especial. Este es el video completo. Alle Verbrennungsmotoren beispielsweise, ob der Kolbenmotor oder ein Raketenantrieb, arbeiten mit dem Explosionsprinzip, also mit zerstörerischen Kräften. Ihre Auswirkungen müssen schädlich sein. Die mittlerweile allgemeine Umweltzerstörung durch Explosionstechnik, zu der auch die Kernenergie gehört, Abgase und so weiter, macht deutlich, dass die Forderung nach der anderen Technik, wie sie seinerzeit erhoben wurde, ihre Berechtigung hatte. Viktor Schaubergers Experimentalflugkreisel arbeiteten mit den Kräften der Levitation. Auf der Suche nach neuen Energie- und Antriebsquellen spielten immer wieder auch esoterische Prinzipien eine Rolle. Solche Forschung galt besonders der Entwicklung von Elektro-Gravitations- und Tachyonenantrieben. Hier schien der Kern der anderen Technik gefunden zu sein. Die rohstoffunabhängige, billige und saubere Energie der Zukunft. Die Sonderabteilungen U-13 und SSI-4 arbeiteten konzentriert an der Verwirklichung dieser Technik. Die Intuition Johannes Keplers führte ihn zu dem Geheimwissen der Pythagorea. Viktor Schaubergers Schwingungslehre knüpft traditionsgemäß an die Lehren des Pythagoras und des Johannes Kepler an. Das Monochord, ein akustisches Messinstrument der Pythagorea, demonstriert uns den Aufbau des Kosmos anhand von Tönen, die wir durch Teilung der Saiten erhalten. Nach dem Prinzip der Obertonreihe ist der ganze Kosmos aufgebaut. Ganzzahlige Verhältnisse, Proportionen bestimmen den Aufbau der Materie. Auch im Weltall und in den Atomen. Das chemische Periodensystem der Elemente, die Mendelschen Vererbungsgesetze, die Blattstellungsgesetze bei den Pflanzen, auch der Aufbau der Kristalle und so weiter. Überall, wo wir mathematische Strukturen, Proportionen haben, kommen wir auf das Grundprinzip des Monochords, die Obertonreihe. Viktor Schauberger benutzte die Mathematik des Monochords, um seine integrale Technik und seine Lehre von den inneren Welten, von den Schwingungen der inneren Welten zu entwickeln und auszubauen. Übrigens, seine Mathematik ist nicht euklidisch. Die Geheimlehre der Pythagorea wurde von den Templerorden übernommen, aufbewahrt und überliefert, und Viktor Schauberger hat sich dieses Wissen zunutze gemacht, um seine integrale Technik zu entwickeln, und ist so zur Implosion gekommen. Anhand des Energieplans der Natur sehen Sie hier das Alpha und Omega, den Grundton bis zu den Obertönen, bis hinauf zum letzten Ton, so wie das ganze Universum aufgebaut ist. Alpha und Omega stehen symbolisch für Geist und Materie. Also haben wir hier es mit etwas Ganzheitlichem zu tun. Diese Lehre macht daher auch die ganzheitliche Technik möglich. Implosion ist die Nutzbarmachung des Potenzials der inneren Welten in der äußeren Welt. Anhand der Energiebahnen und der Implosionstechnik gelangen wir in den Bereich der Antimaterie und damit zur Aufhebung der Schwerkraft.
Im Juni 1934 wurde mein Vater von Reichskanzler Adolf Hitler eingeladen mit dem Ergebnis, er möge über seine Dinge ihm verschiedene Dinge sagen, was ist sein Plan. Und er sagte, ja, ich wünsche eine Technik, die mit der Natur wieder in Übereinstimmung kommen muss. Ja. Und das ist eigentlich mein Programm. Kurz vor dem Eintreffen der beiden Reichsbeauftragten gab Hitler oder Reichskanzler, gab dann praktisch die Order an die zwei Reichsbeauftragten vom Hermann Göring Plan. Herr Viktor Schauberger, Sie werden das mit den beiden Herren besprechen. Und morgen oder spätestens übermorgen wird ein zweites Gespräch stattfinden müssen. Und sagte den beiden Reichsbeauftragten, der Plan ist für mich faszinierend. Ja? Wir Deutschen werden eine biotechnische Szene bringen. Nach der Machtergreifung der NSDAP versanken die okkulten Orden in den Hintergrund. Die Thule-Gesellschaft schuf innerhalb der SS die Geheimorganisation Schwarze Sonne. Die Vril-Gesellschaft beschäftigte sich fortan nur noch mit technischen Fragen. Laut Erzählungen entstand Mitte 1934 bei der Vril-Gesellschaft das erste mit Antischwerkrafteffekt betriebene Experimentalrundflugzeug, das RFZ-1. Seine maßgeblichen Erbauer waren Dr. Schumann und ein Ingenieur aus Bochum. Seit 1929 war die junge Gerti Vogt Geschäftsführerin der Vril-Gesellschaft und kümmerte sich um risikofreudige Privatinvestoren. Mittlerweile war man zur Überzeugung gelangt, dass die medialen Botschaften nicht von jenseitigen Göttern kamen, sondern von einer außerirdischen Hochkultur im Sonnensystem Aldebaran. Das Hauptgestirn im Sternbild Stier ist Aldebaran. Konnte das nicht heißen, dass die Sumerer, deren Sprache bis dato ein Rätsel ist, Aldebaraner waren? Ebenso wie sie vielleicht einst in Mesopotamien gelandet waren, wo die sumerischen Königstafeln noch davon berichten, als die königliche Macht vom Himmel herabkam. Die Vril- und Thule-Gesellschaft war nicht allein mit ihren Visionen vom Weltraumflug im damaligen Deutschland. Die UFA produzierte den Film Die Frau im Mond. Hermann Urwert und Wernher von Braun bauten mit UFA-Geld die erste Großrakete. Und zahlreiche deutsche Wissenschaftler beschäftigten sich mit dem Flug zu den Sternen. Noch ehe das Jahr 1934 zu Ende ging, hat die Vril-Gesellschaft ein neues Rundflugzeug fertiggestellt. Das Rundflugzeug RFZ-2. Es hatte einen verbesserten Vril-Antrieb und erstmals eine Magnetimpulssteuerung. Es maß kaum mehr als 5 Meter Durchmesser, aber es funktionierte. Schon hier zeigten sich zwei für UFOs charakteristische Merkmale. Das optische Verschwimmen der Konturen bei zunehmender Geschwindigkeit und das farbige Leuchten. Je nach Antriebsstufe rot, orange, gelb, grün, weiß, blau oder violett. Trotz hoher Flugleistungen blieb das Rundflugzeug 2 von der politischen Führung unbeachtet. Dasselbe Schicksal ereilte 4 Jahre später die ersten Düsenflugzeuge, die He-138, die He-176 und die He-280. Allein die SS zeigte ein fernes Interesse an der Arbeit der Vril-Gesellschaft. Ihre eigene Formation Schwarze Sonne hatte inzwischen die Entwicklungsstelle 4 geschaffen, kurz SSE4, die sich mit der Gewinnung alternativer Energie befasste. Allerdings lautete deren Ziel, Deutschland vom ausländischen Rohöl unabhängig zu machen. Immerhin
Angeregt durch Viktor Schauberger und die jüngsten Vriel-Erfolge ging auch die SS E4 an den Bau von Rundflugzeugen. Dazu entwickelte sie auf Basis des Tachyonenkonverters von Kapitän Hans Kohler und unter Übernahme mehrerer Vriel-Komponenten ihr Thule-Triebwerk. Ende 1938 wurde ein kleines, propellergetriebenes Rundflugzeug gebaut, das RFZ-4, um das Verhalten eines diskusförmigen Körpers in der Luft zu beobachten. Schon 1939 aber baute die SS ihr RFZ-5, das erste Großraumflugzeug mit einem Durchmesser von mehr als 20 Metern, und gab ihm den geheimnisvollen Namen Haunebu 1. Unter strengster Abschirmung startete Haunebu 1 vermutlich im August 1939. Papiere zeigen, dass die Engländer bereits 1941 von diesem geheimsten Projekt der SS wussten. Im Gegensatz zu der einfachen Vriel-Bauweise war ein Haunebu kompliziert. Dafür bot es aufgrund der Triebwerksform wesentlich mehr Zuladeraum. In diesem Jahr, 1939, erwies sich Hitlers Irrtum. Von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Aus dem begrenzt gedachten Polenfeldzug wurde der Zweite Weltkrieg. Ganz entgegen der Vorstellung von perfekter Organisation im NS-Staat machte jeder, was er wollte. Die Luftwaffe, das Heer, die Marine, die SS und Industriebetriebe gingen eigenen Vorstellungen nach. Der Konkurrenzkampf um die Rüstungsaufträge uferte aus. So standen auch die alternativen Antriebstechniken in hartem Wettstreit mit den konventionellen. Eine Flugscheibenzwischenlösung stellten Experimente mit herkömmlichem Antrieb dar, wie das Rundflugzeug 7. Wir haben Transporte gemacht, auch vom Kampfgeschwader 26. Und zwar haben wir Torpedo geholt von Kiel, Holtenau, nach Norwegen rüber für die Kampfgeschwader, Kampfgeschwader 30 vom Baumbach-Geschwader. Und bei der Gelegenheit habe ich auf den Hinflug nach Hamburg, habe ich dieses Modell mitgenommen und habe tatsächlich einer Dienststelle übergeben zum Abschicken nach, zum Reichsluftfahrtministerium nach Berlin an UDET. UDET hat dieses Modell weitergegeben an Peenemünde. Und in Peenemünde wurde dieses Modell erprobt. Ich habe nur später dann immer wieder feststellen können, oder durch Erfahrungen, die ich durch andere Leute sammelte, die da gewesen wären und mitgearbeitet hätten in Prag. Und ich wusste auch, dass Habermohl und Schriever mein Modell praktisch bekommen hätten, zum Ausarbeiten, zum Rekonstruieren. Und diese Flugscheibe hat der Schriebe auf seine Art, seine Gedanken umgebaut. Während ich später feststellen musste, dass Habermohl sich an meinen Konstruktionsplänen gehalten hatte. Die zweite Sache war, ein zweites Modell wurde gebaut, Lichtmodell wurde gebaut, eine 42 Meter große Flugscheibe wurde gebaut durch Miete und Belluzzo. Und zwar in Breslau. Und diese Flugscheibe sollte dann, wie ich dann erfahren habe, sollte dann nach Spitzbergen geflogen werden und sollte auf einen Richtstrahl mit einer unbekannten Sendeskala, eine Nummer für den Sender, nicht, was überhaupt gar nicht benutzt wurde von anderen, sollte auf diesen Richtstrahl die Flugscheibe nach Rechlin zurückfliegen. Sie ist aber bei der Landung in Spitzbergen so zerstört worden, weil die ist heftig abgestoßen und konnte dann nicht mehr zurückfliegen. Dann bin ich rausgefahren außerhalb von Prag in die Berge und hatte eine Leica A. Und plötzlich habe ich dann so eine Flugscheibe gesehen und das war im November, Dezember.
Und im Februar waren die eigentlichen Testflüge, aber das waren Probeflüge, die man gemacht hat. Und ich sah so etwas ankommen und das waren noch keine Tragflächen, gar nichts. Ich habe den genommen und dann weiter transportiert. Nochmal, da war sie aber schon über mir. Habe ich dann das Foto gemacht. So schnell war das und habe gesehen, dass es ein Flugkreiser war, eine Flugscheibe. Neben den herkömmlich betriebenen Flugscheiben waren zu dieser Zeit mitunter schon andere UFO-Typen am Himmel zu sehen. Seit Ende 1940 tat das kleine Vril RFZ-2 als Fernaufklärer seinen Dienst. Dieses seltene Foto zeigt RFZ-2 am Himmel über dem Südatlantik, auf dem Weg zu einem Treffen mit dem Hilfskreuzer Atlantis in antarktischen Gewässern. Und auch die ersten RFZ-6, Honeyboot 2, waren vereinzelt zu sehen.